Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch meine gesunden Alternativen zum Naschen zeigen. In meinem Food Diary, was ich euch in der Infobox verlinke, habt ihr gesehen, dass ich irgendwie nie Süßigkeiten gegessen habe. Und das habe ich halt in der letzten Zeit einfach aufgehört zu machen. Ich esse einfach keine Süßigkeiten mehr und greife dann eher auf gesunde Alternativen zurück. Und die stelle ich euch heute vor. Also als allererstes, wenn ihr gerade so einen richtigen Drang dazu habt, Süßigkeiten zu essen, versucht erstmal euch zu beruhigen und einfach ein Glas Wasser zu trinken. Denn oft ist es so, dass man eigentlich einfach nur Durst hat und deswegen denkt, dass man Süßigkeiten haben möchte. Aber mit so einem Schluck Wasser, dann hat man keinen Durst mehr und dann ist irgendwie so dieser Drang danach weg. Wenn euch das Glas Wasser trotzdem nicht geholfen hat, guckt euch einfach mal zu Hause um, was ihr so für Obst findet. Denn ich finde zum Beispiel Erdbeeren oder so sind irgendwie wie Süßigkeiten eigentlich. Also die sind ja auch süß und wenn man dann so eine Erdbeere gegessen hat, finde ich, also für mich mittlerweile ist es so, als wenn ich Süßigkeiten esse. Vergesst die nicht vorher abzuwaschen und dann erst zu essen. Also sehr viele Leute schütteln ja immer so Zucker, richtig viel Zucker über ihre Erdbeeren. Aber ich persönlich kann das gar nicht verstehen. Selbst früher, als ich immer Süßigkeiten gegessen habe, habe ich nie irgendwie Zucker über mein Obst getan. Also weiß ich nicht, ich verstehe das irgendwie gar nicht, warum man das machen sollte. Ich meine, die sind doch süß. Also ich kaufe immer sehr viele verschiedene Obstsorten, weil ich das einfach mag, wenn man so zum Beispiel, selbst wenn man sich so als Süßigkeit so einen Obstsalat macht, kann man das ja auch alles so bunt mixen und das finde ich immer ganz gut, wenn man einfach verschiedene Obstsorten zu Hause hat. Mir persönlich geht es manchmal auch so, dass ich irgendwie das nicht so wirklich so als Süßigkeit ansehe, dass ich sowas wirklich Süßigkeit-ähnlicheres naschen will. Und dann nehme ich zum Beispiel Trockenpflaumen, die finde ich nämlich super lecker, also ich liebe die Teile und ich finde diesen einfach wie so ein Bonbon. Und außerdem habe ich auch immer Rosinen zu Hause und Rosinen sind einfach unglaublich süß, was einem eher so ein Süßigkeitengefühl gibt, finde ich. Und die finde ich auf jeden Fall super und ich mag Rosinen sehr gerne. Und wenn ich zwischendurch so ein bisschen Lust habe, nehme ich mir so ein paar davon und esse die. Und dann ist auch diese Lust nach Süßigkeiten irgendwie weg. Was ich auch ganz cool finde, das habe ich jetzt nämlich neu ausprobiert. Ich habe Weintrauben ins Tiefkühlfach gelegt und die sind wie solche Lutschbonbons irgendwie. Und ich finde, das schmeckt so gut. Ich habe eben schon ein paar gegessen und das ist einfach so lecker. Man glaubt das irgendwie nicht, das ist irgendwie so einfach, aber legt einfach Weintrauben ins Tiefkühlfach und dann kann man erst so kurz drauf lutschen, weil ich glaube, die sind erst noch ein bisschen zu kalt. Und dann kann man drauf beißen und das schmeckt einfach mega gut. Was so was ähnliches ist wie die Trockenpflaumen sind Datteln. Was bei beidem sehr wichtig ist, achtet darauf, dass die ungezuckert sind, denn das ist nur unnötiger Zucker, der da drin ist. Hier die von Gut und Günstig, da ist kein Zucker drin, das sind einfach Pflaumen und bei den Rosinen ist das genauso, die sind glaube ich auch von Edeka. Und diese hier von Seeberger, ich habe sehr lange nach ungesüßten Datteln gesucht, weil einfach bei den meisten ist noch Zucker dabei. Und Datteln sind auch total gut, um zum Beispiel seine Smoothies zu süßen. Und Datteln finde ich super lecker. Ich habe die früher schon immer bei meiner Oma gegessen. Und ich glaube bei denen ist das, die schmecken so ziemlich besonders. Also ich glaube nicht, dass das jedem gefällt. Also solltet ihr vielleicht von Anfang an nicht so eine riesige Tüte kaufen. Ich wusste jetzt, dass ich die mag. Von daher habe ich jetzt so eine große gekauft. Aber wenn die einem nicht gefallen, ist das ein bisschen blöd. Und wenn ich persönlich so richtig Lust auf was Süßes habe und dann eine so eine Dattel esse, dann reicht mir das eigentlich. Dann habe ich irgendwie so, dann denke ich, ja gut. Und von Seeberger habe ich außerdem noch diese Mangostreifen. Die finde ich auch mega lecker. Die sind so ein bisschen zäh, sage ich mal. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wie so ein Fleischstück für meine Katze ist oder so. Aber ich finde einfach, dass man solche getrockneten Früchte einfach sehr gut mitnehmen kann. Auch wenn man unterwegs ist, kann man sich die schön in eine Dose einfach reinpacken und dazu einfach auch ein paar Mandeln legen. Also ich mache immer gerne Rosinenmandeln und Pflaumen in eine Dose. Und dann habe ich die einfach für unterwegs, wenn ich ein bisschen Lust auf so einen kleinen Snack habe. Und ja, das ist einfach auch so eine Süßigkeiten-Alternative, so eine kleine Mischung. Und Mangostreifen kann man natürlich auch dazu legen. Ich finde, die passen jetzt dann nicht so ganz gut zu. Was ich persönlich auch immer ganz praktisch finde, sind solche fertigen Mischungen. Aber hier müsst ihr aufpassen, denn hier steht, die sind gezuckert. Nur das Einzige, was da drin nicht gezuckert sind, sind die Weinbeeren. Aber sonst die exotischen Früchte und Bananenchips sind leider gezuckert, weswegen ich das nicht so gut finde, weil ich, wie gesagt, finde, dass das so unnötiger Zucker ist bei solchen Früchten. Und von daher finde ich das nicht so gut, deswegen esse ich sowas lieber nicht. Und wenn ihr euch zum Beispiel einen Smoothie macht, so wie ich schon mal einen gemacht habe, unten in der Infobox findet ihr das Video dazu. Und euch das nicht süß genug ist, könnt ihr zum Beispiel auf Honig zurückgreifen, was aber jetzt auch nicht so die gesündeste Alternative ist.
Und deswegen könnt ihr zum Beispiel originalen kanadischen Ahornsirup verwenden. Und das ist aber so ein sehr eigener Geschmack. Also ich finde, ich persönlich mag es sehr gerne, aber ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die den Geschmack davon nicht mögen. Und Agavendicksaft ist eigentlich die beste Variante, finde ich. Also das ist reine Agavensüße, was aus der Agavenpflanze gewonnen wird. Und das schmeckt irgendwie, also das hat eine Ähnlichkeit mit Honig. Also viele mögen ja keinen Honig, weil das einfach so einen besonderen Geschmack hat. Und ich finde, das schmeckt einfach süß und hat jetzt nicht so einen besonders auffälligen Geschmack. Und deswegen finde ich Agavendicksaft oder Agavensirup immer sehr gut zum Süßen. Und das kann man zum Beispiel auch in Pfannkuchen oder so verwenden. Da kann ich vielleicht auch immer ein Video zu machen, wie ich so gesunde Pfannkuchen mache. Und da kann man auch immer Agavendicksaft zu benutzen, weil das einfach so statt Zucker eine gesunde Alternative ist. Manchmal, wenn ich so Lust habe auf so einen süßen Joghurt, dann nehme ich auch einfach Joghurt und lege da so ein paar Rosinen rein und mache da dann so ein paar Spritzer Agavendicksaft rein und das macht den auch einfach süß und ja, deswegen liebe ich dieses Zeug. Ich weiß, hier sind trotzdem Kalorien drin, aber ich meine, Früchte haben auch Kalorien, also zum Thema Kalorien, ich glaube, da mache ich noch ein extra Video. Ich will irgendwie in dieser Serie so viele extra Videos machen, aber ich finde, Kalorien ist einfach noch so ein wichtiges Thema, das muss ich nochmal irgendwann extra erläutern. Und wer vielleicht einfach nicht von seiner Schokolade loskommt, sollte vielleicht auf dunklere Schokolade zurückgreifen. Und ich persönlich habe mich jetzt an diese 99% von Lindt getraut. Und die sollte ich aber euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr sicher seid, dass ihr dunkle Schokolade mögt. Also hier kann ich euch einmal die Zutaten vorlesen. Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Kakaobutter und an letzter Stelle Rohrohrzucker. Also da ist wirklich kaum Zucker drin und auch nur der Rohrohrzucker. Und ja, also ich muss schon sagen, die ist wirklich krass bitter. Also ich probiere jetzt nur so ein kleines Stück und ich lutsche die immer ganz lange, weil die schmeckt wirklich extrem. Also die ist schon auf jeden Fall ziemlich bitter, aber ich weiß nicht, ich mochte eigentlich schon immer gerne zartbitter Schokolade. Aber die ist wirklich, guckt euch die mal an, die ist fast schwarz, also die ist wirklich krass. Also die ist wirklich krass. Nachdem ich so ein Stückchen gegessen habe, da habe ich auch erstmal keine Lust mehr auf Schokolade. Ich finde diese Alternativen eigentlich ganz gut. Also ich habe mich damit abgefunden, einfach keine Süßigkeiten mehr zu essen. Ich mache es einfach nicht. Manche denken sich immer so, ich kann einfach nicht ohne Süßigkeiten. Und ich denke so, so wichtig ist das doch gar nicht, Süßigkeiten zu essen. Ich finde so, mit so einer Erdbeere hat man eigentlich eine ganz gute Alternative. Und ich liebe Erdbeeren, also wirklich gegen Erdbeeren. Kommt wirklich wenig an. Ich weiß nicht, wo meine Mutter die her hat, aber guckt euch die mal an, wie riesig die sind. Ich hoffe, euch haben meine Tipps gefallen und das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.